Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und damit zum Unboxing der Morphish Box für den Monat August. Genau, in 4 Monaten ist Weihnachten. Ich bin schon bei den Adventskalenderplanungen in diesem Jahr und natürlich mache ich neben den üblichen verdächtigen MyFishingBox-Kalendern, die ja in diesem Jahr doch 3 sind an der Zahl und nicht nur einer. Ich weiß allerdings noch nicht, ob ich alle 3 mache, muss ich erstmal schauen. Den Hecht und Barsch mache ich natürlich auch. Und zu meiner eigentlichen Frage, die Firma mit dem großen Z, die uns im letzten Jahr wirklich den besten Adventskalender, den ich je auf meinem Kanal hatte und präsentieren durfte oder präsentiert habe, gebracht hat, die hat auch Adventskalender auf den Markt gebracht und dieses Jahr nicht nur ein, sondern 2 zum Preis von noch bis zum 31. August. Das ist der 31. diesen Monat, ich glaube schon. Bis zum 31. August für 95 € und ab dann kostet er 100 € und für euch möchte ich eigentlich gerne wissen, möchtet ihr beide Kalender auf meinem Kanal sehen? Das eine ist halt ein Weltskalender, da habe ich noch weniger Ahnung von wie vom normalen Raubfischangeln und halt ein normaler Raubfischkalender. Soll ich beide Kalender zeigen? Schreibt es mir doch gerne mal unten in die Kommentare. Das würde mich wirklich mal interessieren, falls ich noch einen abkriege, heißt es. Die sind, glaube ich, jetzt irgendwann die Tage online gegangen. Ja, aber noch waren sie verfügbar, also noch bin ich guter Dinge. Schreibt schnell in die Kommentare und dann schauen wir mal, was ich da noch machen kann. Genau, zur Morphish Box, hier haben wir jetzt einen kleinen Print drauf, habe ich schon gesagt, glaube ich. Und ansonsten bin ich gespannt. Ja, und los. Die Karte brauchen wir nicht weiter erklären, die haben wir schon oft genug drin gehabt. Dann haben wir jetzt mal hier was Neues, einen kleinen VMC-Aufkleber, sonst hatten wir ja immer hier von Rapala. Aber VMC ist ja, glaube ich, die Hakenmarke, die bei Rapala irgendwie mit drin steckt. Jedenfalls hängen die irgendwie zusammen. Genau, wer es weiß, kann es auch in die Kommentare schreiben. Dann haben wir einen Lolli, Geschmack Cola oder Motta, so wie immer. So, und dann geht's hier los mit etwas Schönem von Storm, genau, den Ultra Blade. 10 Gramm, hier so eine Zikade, hört sich eigentlich an wie ein Insekt, soll aber die Bezeichnung für diese Köder sein hier. Genau, Ultra, bla bla bla. Also die kann man auf jeden Fall mal schön weit schmeißen. Ein bisschen geangelt habe ich damit auch, aber ich hatte da noch nicht so einen Erfolg gehabt. Also mit den Farben und Größen, mit denen ich so geangelt habe. Soll aber sehr gut sein, auf jeden Fall für Barsch, habe ich mir sagen lassen. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber ich denke mal schon. Liegt vielleicht auch ein bisschen an der Jahreszeit. Ja. Man hat oben zwei verschiedene Positionen zum Einhängen der Karabiner oder des Karabiners. Einfach um wahrscheinlich das Laufverhalten und oder die Lauftiefe ein bisschen zu variieren. Ja, steht nochmal schön drauf unten, 10 Gramm, finde ich sehr gut, wenn sowas halt draufsteht. Hier so eine klassische 90er Jahre Farbe hier, finde ich. Vorne ein roter Kopf und hinten weiß. Das erinnert mich irgendwie immer an die Twister, die es damals so gab. So die ersten Gummifische, die es hier irgendwie in den 90ern hergeschafft haben. Vorne nur ein Zwillingshaken dran, hinten diesmal auch ein Zwillingshaken. Gibt ja auch welche hier am hinten ein Drilling dran und vorne nur ein Zwilling. Genau, oh Gott, Zwilling, Drilling. Genau, Ultra Blade. Ja, schön. Dann haben wir hier natürlich von Rapala hier noch was, einen Crankbait. Den DT 5, 6, 6 natürlich, genau. Lauftiefe 1 Meter oder heißt 1,8? 1,8 Meter natürlich, 12 Gramm, 3/8 Unzen. Genau. Eine sehr natürliche Farbe hier. Schwupps. Ein sehr bauchiger Köder, also mit viel Volumen. Ach nee, sieht nur von der Seite so aus tatsächlich. Der sieht ja auch mal ulkig aus, ne? Man denkt halt, der ist auch richtig fett. Also ist er auch. Aber von oben sieht er gar nicht mehr so schlimm und dick aus, ne? Ja. Der ist. Ne, der ist nicht seine. Der hat eine ganz kleine Rassel drin, eine ziemlich kleine Kugel. Ne, oder? Warte. Doch. Doch. Ich dachte gerade, das wäre der Snap, aber ist er tatsächlich nicht. Ja. Schönes Teil. So, den wieder rein. Schwupps. Und dann geht es hier noch weiter an der Hardbait-Front. Da haben wir hier noch den Rapala Jointed. J11 heißt der hier. Schwimmtiefe 1,2 bis 2,4 Meter und wiegt 9 Gramm. Auch was Schönes. Hier nochmal, oh, fast geschnitten oder gepikst. Hier nochmal geteilt in der Mitte.
Da ist er. Der ist auf jeden Fall UV-Käfig. Ich guck mal, wo meine Lampe ist. Moment. Ah, die habe ich irgendwo versteckt. In meiner Werkstatt sieht es aus. Aber ich ziehe bald um, denn hat die Sucherei auf jeden Fall ein Ende. Naja, egal. Also UV-Käfig ist der auf jeden Fall. Da brauchen wir nicht drüber reden. Genau, ist der aus Silent. Ja, der ist auf jeden Fall Silent. Da ist nichts bei. Ja. Kann man auf jeden Fall mal machen. Na komm her. Naja, komm. Egal, egal. So, und dann geht's hier los mit einem Predator, würde ich mal sagen. Genau. Predator 50 heißt der. Fünf Stück in der Packung natürlich. Farbe steht jetzt nicht drauf. Ich würde mal sagen, das nennt man irgendwie Lemon und Limone. Ein passender Jig-Haken dazu. Ja, doch, der passt. Der passt. So, dann packen wir einfach mal aus, oder? Ich hatte ja mal so ein Community-Paket bekommen vom lieben Christopher. Der hat mir mal zwei da reingepackt in meine Überraschungsbox. Und damit habe ich in Schweden tatsächlich auch ganz gut gefangen. Ich habe natürlich auch mit anderen Ködern was gefangen. Aber das ging tatsächlich doch. Okay, die Packung ist jetzt natürlich auch wieder sehr. Ist die Packung nicht schön? Ja, die ist nicht schön. Manometer. Herrschaftszeiten. Jetzt haben wir es. Die riechen voll nach Knoblauch. Aber sowas von. Also 5 Inch natürlich. Ja, da steht nichts drauf. Aber auch ein sehr voluminöser Köder, finde ich. Und der ist nicht sehr weich. Ne? Der ist schon ziemlich fest und auch, ich würde mal sagen, so mittellange haltbar. Also ich konnte jetzt in Schweden schon ein paar Würfe damit machen, aber der hat natürlich dann auch schnell aufgegeben. Wenn man noch nur zwei bei hat und natürlich viel damit angelt und natürlich gerade die Hechte, die machen damit natürlich kurzen Prozess, ne? Also gibt's Köder, die länger halten, gibt aber auch Köder, die kürzer halten. Ne? Das wollte ich eigentlich nur damit sagen. So, dann haben wir natürlich noch den passenden Jig-Kopf dazu hier von. Kann ich nicht lesen, Moment. Steht aber bestimmt auch in der Beschreibung nochmal bei. Ich gucke hier nochmal. Ist das ein V? Heißt bestimmt VMC. Wir gucken gleich mal rein. Da ist auch noch ein Rappaller-Aufkleber. So, den packen wir mal hin. Wieder sehr schön hier mit der Beschreibung auch dabei. Wo haben wir denn den? Ich guck mal schnell. Moment. Storm Dragon V-Point. Aha, das sind also die neueste Serie der Dragon V-Point-Köpfe. Das ist also der gute Kumpel hier. Mit Mustard Long Point BK1 Benchcoat Haken. Oh Gott, ein langes Wort. Mit polykeramischer Beschichtung. Der mittlere Teil des Schafts und der Bogen wurden abgeflacht, um die Widerstandsfähigkeit gegen ein Aufbiegen zu erhöhen. Der ist auf jeden Fall nicht fest da drin. Also der dreht sich hier irgendwie. Also wenn ich jetzt mal hier so anfasse, ich weiß nicht, ob man sieht. Hinten halte ich fest. Ich mache mal nochmal. Also der ist zwar irgendwie wahrscheinlich aufgegossen, aber der wackelt halt so ein bisschen. Vielleicht muss das so. Ich habe gar keine Ahnung. Ich guck noch mal. So, ba, 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 ba. Wo war es denn jetzt hier? Da, dieser verhindert beim bis ein fast die verlängerte Longpoint-Spitze ermöglicht es, einen unglaublich scharfen Haken zu erhalten. Anders als bei anderen Herstellern nutzt man statt eines Bleikragens mit Spitze ein Scheibensystem zum Halten des Köders. Ach so, das sollte hier die Wulst hier sein. Ist die jetzt so besonders? Na, das verhindert das Herunterrutschen des Gummis beim Wurf. Ja, gut, okay, aber das ist ja ein Sieg, was es noch nicht gab, oder? Also, naja, ist ja auch egal. So, gucken wir nochmal schnell hier. Storm Gomatsu, Ultra Blade, Vibration Bait. Okay, der nennt sich dann halt auch Vibration Bait, wie ich hier gerade so sehe. Routenbewegung, extrem schnell und schwimmt. Zwei Ösen, je nach Situation genutzt werden. Hervorragend werfen, das stimmt. Marke Storm, stimmt auch. So, Nace Predator, gesprochen Predator, alles klar. 50 ist mit seinen 12,7. Gewicht steht auch drauf, finde ich auch wieder toll. Jeder, der auf YouTube die Folgen von Thunder Pro gesehen hat, weiß, wie dieser Köder abgeräumt hat. So, Rapala Jointed Wobbler und Rapala DTZ Crankbait.
Schön, ja, also ganz toll. Auch eine richtig schöne Box, eine richtig tolle Box hier. Alles dabei. Außer ein Vorfach. Ich glaube, Vorfach hatten wir auch beim letzten Mal nicht dabei. Könnte vielleicht auch mal wieder rein in die Packung. Aber wir haben hier zwei echte Hardbaits drin. Ein aus Metall. Ist natürlich auch ein Hardbait. Eine Packung Gummifische und dann nicht irgendwelche, sondern ein paar Nace Predator. Und ein Jig-Haken. Also auf jeden Fall eine tolle Box hier für dich. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, nachdem ihr geschrieben habt, welche Kalender ich dieses Jahr machen soll, ob euch diese Box gefällt. Genau, und da würde ich mal sagen, was das. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Lami!